Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Tauschpaket mit der lieben Heike und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran und viel Spaß beim Video. Vorab würde ich euch gleich einmal über ein Abo freuen. Das würde mich und meinen kleinen Kanal irrsinnig unterstützen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich einmal an. Ich kann heute nicht mehr reden, es ist schon Freitag und ja, jetzt ist Wochenende, aber bei uns ist irrsinnig kalt draußen. Ich habe so gefroren heute in der Arbeit und Dauerregen. Ich hoffe nur, morgen soll es noch mehr regnen, dass es keine Überschwemmungen oder irgendwas gibt. Aber jetzt lenken wir uns ein bisschen ab mit so einem schönen Tausch-Trash-Paket. Die liebe Heike hat auch einen YouTube-Kanal, die macht auch ähnlichen Content wie ich. Ich verlinke sie euch natürlich sehr, sehr gerne. Wir wollten schon sehr, sehr lange ein Tauschpaket machen. Ist aber dann doch nicht zustande gekommen und jetzt ist es aber endlich soweit und ich schaue jetzt gleich einmal rein. Sie hat das alles gut gepolstert. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Sie hat da wirklich viele Folien reingetan. So, das erste, was ich hier jetzt mal sehe, ist, ich glaube, eine Tasche oder ist das ein Rucksack von Ghoul? Ich mach das einmal auf. Das ist noch original verpackt. Was steht da drauf? Glow-like. Ist aber cool. Das ist irgendwie voll mein Style, so mit holographischen Sachen. Und so, oh, geht am Anfang noch ein bisschen streng hier alles zusammen. Kann ich mir für den Sommer mega gut vorstellen. Die Bändel, ja, ist jetzt nicht ganz das Hochwertigste, aber ist in Ordnung. So fürs Schwimmen gehen, für ein Festival würde ich es nicht machen, weil da würden mir die Träger dann irgendwann wehtun. Aber so fürs Schwimmen gehen oder so kurz mal spazieren gehen, ist es vollkommen in Ordnung. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr süß. So, dann, was haben wir da noch? Wissen, das erfrischt. Okay, das ist so ein kleiner Kartönchen, kleines Kartönchen. Da ist eine Thermosflasche drinnen. Ja, kann man gut gebrauchen. Ist noch ganz neu. So, dann haben wir hier noch ein Just Spices Buch. Das habe ich aber selber schon. Also wenn das, ich glaube, das ist das, ich glaube vor 2 Jahren hat es das gegeben. Und das habe ich selber in der Küche stehen. Aber ich werde das noch kontrollieren, ob das genau das gleiche ist. Wenn nicht, werde ich das aber einer Freundin weitergeben. Die wird sich sicher freuen. Dann, das ist aber eine schöne Kosmetiktasche. Da steht nur drauf Rose of No Man's Land. Das hat so einen schrägen Reißverschluss hier vorne. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, von welcher Firma das jetzt ist. Das ist echt eine schöne Kosmetiktasche, muss man wirklich sagen. Und da hat sie dann auch alles reingepackt, voll süß. Und alles wirklich, wirklich gut eingepackt in Luftpolsterfolie. So. Jetzt schauen wir mal, was sie mir eingepackt hat. Ja, leider habe ich diese Palette schon. Das ist die Neon Palooza Eyeshadow Palette. Ist die jetzt schon geöffnet oder nicht? Das schaut aus, wie wenn die offen wäre. Ja, so. Die hat sie auch schon benutzt. Also den einen Schimmerton zumindest. Wurde geswatcht. Aber ich glaube, eine Freundin von mir hat die noch nicht. So, dann habe ich auch noch die von Colourpop Hot Chocolate Breast Powder Palette bekommen. So ein kleines Viererquad. Ja, das ist leider schon, das ist leider hier schon leider kaputt. Ja. Das ist leider auch nicht ganz so meins. Oh, jetzt ist alles. Jetzt habe ich die Palette so in der Hand. Ui. Ja, muss ich schauen, ob das vielleicht noch eine Freundin haben möchte.
Meine Freundinnen schminken sich eher neutral. Ich bin eigentlich oder eine von den wenigen, die was sich so bunt schminkt. Dann habe ich noch von Lux bei Wolfgang Job einen Blush Highlighter. Okay. Den hat sie auch schon benutzt. Ja, swatchen wir das einmal, ne? Aber die Töne sind nicht schlecht, muss ich sagen. Schauen eigentlich ganz schön aus. Den werde ich auf alle Fälle testen. Das ist was für mich. So, wo habe ich jetzt meine Abschminktücher? Hier. Also meine Abschmink-Swatch-Tücher. So, dann hat sie mir auch noch den Baby Got Blush, Liquid Blush in der Farbe 10 Pinkalicious. Den habe ich noch nicht. Ich habe mir da so einen dünkleren geholt. Der ist auch noch neu. Also vielen, vielen Dank. Das werde ich auf alle Fälle benutzen. Dann ist da noch ein Parfum Femme Floral Kalin. Da fehlt, glaube ich, auch schon mal. Ich glaube, sie hat das schon benutzt. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber kann man immer gut gebrauchen und da bin ich auch nicht wirklich hakelig, außer es sagt mir gar nicht zu. Es hat so einen leicht blumigen Duft. Ich weiß, das ist sicher irgendein Vergleich. Vielleicht ist es auch so dieses. Fällt mir jetzt gerade nicht an. Das ist eh so bekannt ist. Aber riecht gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Dann ist hier noch ein geöffnet. Was steht da? Juli 2024. Okay, Lichtschutzfaktor 50, Make-up Sun Cream 60 ml. Ja, ist ein koreanischer. Und normalerweise halten die ja nur ein Jahr. Genau. Also muss ich dann schauen, muss ich schauen, ob das funktioniert bei mir. Und wahrscheinlich hat es bei ihr nicht so gut funktioniert und werde ich dann halt einfach fürs Gesicht dann als nächsten Sonnenschutz dann einfach nehmen. Ne? Genau. So, was haben wir dann noch? Da haben wir von Alverde. Ja, das ist wieder eine neutrale Palette. Die ist, glaube ich, ein Ton benutzt, wenn ich das richtig sehe oder auch nicht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das ist viel zu neutral, aber das werde ich weiter schenken. So, dann haben wir hier noch von Terry Naturi einen Baked Blush. Wie geht denn das auf? Achso, das ist noch zugeklebt. Okay, das ist jetzt ein neues Produkt. Ist noch irgendwo zugeklebt? Nee, ne? Okay, das geht. Okay, jetzt habe ich es endlich offen. So schaut der Ton aus. Ich befürchte aber, dass mir das vielleicht zu hell sein wird. Aber ich swatch das jetzt einmal. Mal schauen. Schon sehr hell. Man sieht es fast gar nicht auf meiner Haut, ne? Ich befürchte. Ich werde es testen, aber ich befürchte, das ist zu hell. So. Als nächstes habe ich hier ein Collagen Vegetale. Was ist das? Das ist nicht meine Sprache. Kontrast, Perdita, die Tonne. Ich schätze mal, das wird irgendein Serum Booster per Creme steht da. 30 ml. Ja, das muss ich noch googeln. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Oh, schön von BH Cosmetics ein paar Pinseln. Pinseln sind immer schön und Pinseln benutze ich immer sehr, sehr gerne. Also, wir haben hier so einen fluffigen Pinsel. Das kann man als Highlighter-Pinsel nehmen, würde ich sagen. Das eigentlich auch, aber der ist ein bisschen feinerer. Und sowas würde ich eher so für die Kontur nehmen oder so. Genau. Hat eben so einen schönen blauen Stiel mit Schwarz. Das finde ich schön. So, was habe ich hier noch?
Das ist, ich glaube, ein loses Pigment, aber schauen wir gleich einmal. Die Farbe ist eigentlich ganz schön. So ein Lila ist das. Ja, das gefällt mir. Das werde ich sicherlich einmal benutzen. So, was haben wir da noch? Ich glaube, da sind noch weitere Pigmente drinnen. So, schauen wir mal. Ich sehe da aber auch gar keine Marke. Ah, Temu, von Temu ist das. So. Dann haben wir hier ein helleres Lila. Und so ein Braunblau ist das. Ja, nicht aufgehen da, weil sonst haben wir da Sauerei. Das ist der Eyeshadow Topper. Den hat sie auch schon zur Hälfte gut benutzt von der Catrice-Reihe. Und den habe ich auch, aber den werde ich trotzdem verwenden. So, was haben wir hier noch? Ein Liquid Eyeliner in Brown. Der ist auch noch original zu. Den lasse ich jetzt auch noch zu. Weil, ja, ich habe nämlich noch so einen Fraggle Maker und den benutze ich als braunen Eyeliner. Deswegen mache ich den jetzt nicht auf. Aber ist nicht schlecht. Der hält nämlich dann nur. Wie lange hält der? 17 Monate? Oder ist es die Farbe? Ich glaube, sie. Der hält aber nur mehr bis Dezember 2024. Den sollte ich vielleicht doch aufmachen. Dann werde ich den testen und werde den versuchen zu nutzen. Und dann habe ich noch einen Deep Eyeliner in Schwarz. Wie lange hält der auch nur bis November 2024? Ist auch noch original zu. Genau, so ein schwarzer. So, und ein Fach haben wir noch, was noch gefüllt ist. Ja, den gleichen hatte ich auch und der hat mir gar nicht gefallen. Der hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und sie hat ihn auch benutzt und der wird auf alle Fälle weiter wandern. So, und jetzt habe ich hier noch ein paar Produkte. Und einmal habe ich die Odolmed Junior Zahn, eine Zahncreme 6 bis 13 Jahre. Naja. Mein Sohn ist eigentlich schon erwachsen oder fast erwachsen, den kann ich, aber vielleicht will er es noch. Oder ja, da ist nämlich Fluorid drinnen. Ich nehme kein Fluorid. Wenn nicht, dann muss ich die verschenken oder so. Genau. So, dann habe ich noch von Sante eine Express-Handcreme. Ja, super. Handcreme nehme ich immer, immer gerne. 75 ml. Ja, das kommt auf den guten Stapel. Dann habe ich auch noch von Sante, ich glaube, sie mag Naturkosmetik, weil ich habe das gar nicht, weil das eben auch nicht so lange hält. Ne? Da muss man immer voll aufpassen. Ein Skin Perfector Serum 4% Bio-Gänseblume mit Niacinamide-Effekt verfeinert das Hautbild, mildert Unreinheiten. Ja, hört sich nicht schlecht an, ist eigentlich eh für meine Hautbedürfnisse. Und hält. Ich glaube, 08.25 ist Ablaufdatum. Also bis nächstes Jahr hält das noch. Aber ich werde das früher benutzen, weil bei Naturkosmetik das. Ja, das läuft halt bald dann ab und so, ne? Ich weiß nicht, oder wurde das überhaupt schon benutzt? Naja, vielleicht wurde das auch schon benutzt, ne? Weil da oben weiß ich nicht, ob das ganz voll ist. 08.25, genau. Nein, dann werde ich mir das dann ins Badezimmer stellen und werde das benutzen und werde das testen. Dann habe ich noch, Haru Haru Wonder. Ich glaube, das ist eine koreanische Brand. Ja, schaut so aus, das ist cool. Ein Toner. Black Bamboo Mist. Ich liebe Toner. Das ist super. Ja, ist fast noch voll. Oder? Ist immer schwer zu sagen, war das jetzt so oder nicht. Schaut aber mega cool aus in der Verpackung. Finde ich mega cool. Haro Haro habe ich, glaube ich, auch schon gehört. Und ja, werde ich sehr, sehr gerne benutzen. Vielen Dank. So, was ist das? Allianz for you.
glaube, das sind irgendwelche Zettelchen. Ja, kann ich brauchen für die Arbeit, fürs Homeoffice. Kann ich meine Notizen machen. Das kann ich schon ganz gut brauchen. Und als letztes habe ich noch eine Rosenthal Slow Aging Sheet Mask mit Hyaluron und Kaktusextrakt. Das finde ich auch toll. Von Rosenthal hatte ich noch nichts. Ich hatte auch noch nie einen Adventskalender. Die Sachen sind auch immer sehr teuer. Also vielen, vielen Dank. Es war einiges dabei, das, was ich sehr, sehr gerne austesten will. Ein paar Sachen habe ich halt doppelt gehabt oder haben mir nicht zugesagt. Aber das kann immer wieder so passieren. Es ist eben so ein Tausch-Crash-Paket. Und schaut gerne bei der Heike vorbei. Und ja, lasst mal gerne einen Daumen nach oben, ein Abo, ein nettes Kommentar. Ich freue mich total auf eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!